und ihr wieder alles verkippt. Check. Die Leute fragen, wie viel extra Meter gehst du? Ich fange es an zu zählen, wenn es weh tut. Fehler prägen mich, mach mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh ich noch mal 1000 Schritte mehr. Schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind, sie sehen so viel kleiner von hier oben aus. Wenn mir die Luft ausgeht, nur nicht nach unten sehen. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Top-Favoriten. Warte mal. Ach so. So, meinst du mal? Jawohl, Junge, sauber. Und nochmal, komm, immer noch. Jawohl. Also, eine Meldung sind, also bei Facebook waren sie ja schon veraltet und immer noch sehr stark. Ich hab kein Kabel mehr von mir. Ich weiß nicht, ich muss nur sauber machen, wenn man ein ganzes Video macht. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind. Dementsprechend ein extra Bier. Wenn es am Anfang bei dem ersten Schluck, sollte es beim ersten Schluck schäumen, darf es ein bisschen drüber gehen. Das ist mein Bier, Stefan. Ich kann hier so voll schäumen. Ich aber die runterlaufen. Sollte eine halbe Flasche leer sein, extra Bier. Ihr dürft euer Bier schützen jederzeit. Sollte es Bier umgeworfen werden, extra Bier. Wir fressen? Also komm mal noch, wir sind aber extra Bier. Selbst umgestoßen, extra Bier, klare Ding. Wenn du dich schützt hast, dann kriegst du auch ein Bier. Sollte einer fertig sein und einer kippt ein Bier um, hat derjenige, der ein Bier umgekippt hat, ein Bier auszutrinken. Ja? Nicht, dass er nach dem Bier genau. Ja. Immer nur der kaputt gebaut hat, Scheiße gebaut hat, der muss trinken. Helfen ist nicht. So, jetzt kommen wir zu den Regeln. Die Flasche gilt als umgeworfen, wenn sie nicht mehr auf dem Boden steht. Die müssen liegen, oder? Die Flaschen sind klar, Bälle sind da. Loslaufen dürft ihr, sofern die Flasche getroffen wurde, könnt ihr auch loslaufen. Nicht vorher, wenn der Ball... wenn sie nicht getroffen ist, oh ja. Wenn der Ball die Hand verlässt, kann er loslaufen? Nein, dürft er nicht. Wenn der Ball die Hand verlässt, ist es nicht erlaubt loszulaufen. Nur wenn die Flasche getroffen, erst wenn die Flasche getroffen wurde, dürft ihr loslaufen. Ja. So zu sein, wird normal geworfen von den anderen. Genau. Wenn ein Fehler passiert, Schiedsrichter stellt immer die Mannschaft, die nicht spielt. Die entscheiden dann dementsprechend, ob es ein Fehler war oder nicht. Wir spielen im Modus jeder gegen jeden. Wir haben 7 Teams um die Platzierung und dann spielen wir Halbfinale und Finale am Ende. Ärger unter den ersten 4 kommen wäre schon ganz klug. K, L, U, K. Fragen? Sorgen? Nöte? Anfänger? Also 8 Spiele. Zählt Video. Wieder 6 Ligaspiele und dann Halbfinale, Finale. Ja, wenn du unter den ersten 4 kommst, darfst du 8 Spiele. SLUSPDBIB. Was auch immer das heißen soll. Also Schluss. Dip. Jetzt warten wir später. Sebastian Lutzka und Stefan Perscher sind die Besten im Bierball. Da ist jeder Idiot. Dennis, das ist für mich aber doch nicht so viel gewesen. Fängt schon doof an. Dennis, ja, oder? Dennis ist doch nicht so viel. So, Team Nummer 2. Fuchs und Monty, Team Biernot. Wenn er was hier mit anbieten. Danke. Team Nummer 3. Ronny. Und Ronny. Was ist das? Wird der Ronny? Wir haben so viele hier. Ronny T. Steht da hinten. Entschuldigung.
Ja. Entschuldigung, Ronny. Und Christoph Fisch. Ronny und Kalle, genau. Die frische Zapfen. Hey, ja, kann man mal klatschen. Team Nummer 4, die Thekentruppe mit Chris und Ronny Schmidt. Dauergast. Ein Rico kommt selten allein, die Teilnehmer erklären sich von selbst. Trinkt selten allein. Flori Tevs und Ricardo Frisch mit Dick und Durchstich. Genau. Und die Top. Ich hab den Pokal schon gesehen, dann ging das zu euch. Ja, ich hab den Pokal schon. Meine Wenigkeit, Dave. Ich zeig dir meinen Helikopter, denn Bugattis sind für Opfer. Hier auf Malle sind wir Topstars, Liebe pur im Helikopter. Ja, wir kommen im Helikopter. Von der Vorbereitung ist immer alles. Ja, ich will halt bei. Das war doch erst ein Probewurf, oder? Mein Gott, was ist denn da los, ey? Helikopter 117, mach den Hub, 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 mach den Schrauber, 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 mach den Helikopter 117. Rettungsheld, Held, Held, ohne Geld. Retten wir die Welt, ich into Bier, 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 bei deiner kleinen Schwester liegt. Fuchs, Alter, was gehört deine Ambition hier eigentlich? Naja, erstmal ist der Plan, ins Halbfinale zu kommen. Ende Weg hat Ding gewinnen. Videobomb! Wir gucken mal, wo es hinführt. Für das Halbfinale sieht im Moment ganz gut aus. Schauen wir mal. Wer ist dein Partner? Der Schalker hier. Name? Wer ist er denn? Ach, hier, Monty. Und die ersten Spiele gewonnen oder verloren? Wie ging es aus? Ja, wir haben jetzt 5 gespielt, 3 gewonnen, 4 verloren. Geht's unglücklich? Naja, schauen wir mal. Ne? Was habt ihr da nächstes für ein Spiel? Jetzt müssen wir noch gegen die Enricos, da rechne ich mir nicht so viele Chancen aus. Weil ich glaube, die sind ganz, ganz gut. Dann wünsche ich noch viel Erfolg, ne? Und bis später. Ja, danke dir. Verlost, Ronny, verloren? Ja, leider. Warum? Du bin ich getroffen. Lag's am Bier oder? Ha? Lag's am Bier? Ja. Meinst du? Flaschen zu voll, oder? Ja. Also, ich denke, es lag am Gesicht. Und wir trinken Partyklopfer, Liebe pur im Helikopter. Dann war kurze Frage an euch beide, ihr werdet ja als Favoriten hier gehandelt. Wie seht ihr euch da? Als Top-Favoriten werden wir hier handeln. Und ja, wir haben ja keine schlechte Chance. Okay, eure Mission ist ein Sieg, ja? Ja. Okay, alles klar. Wir treten nämlich an, uns Fehler zu werden. Das ist richtig. Erstes Spiel gewonnen oder verloren? Erstes Spiel gewonnen, zweites Spiel gewonnen, gegen Lutze gewonnen. Das ist das Wichtigste. Monty, Junge, wie sieht's aus? Erstes Spiel gewonnen, verloren? Bitte? Erstes Spiel gewonnen oder verloren? Erstes Spiel gewonnen, zweite verloren leider. Okay. Der Fuchse konnte leider nicht so viel trinken. Was sind heute eure Ambitionen? Na, Halbfinale. Halbfinale wäre so mein Ziel. Unter den besten 4. Okay. Der Fuchse muss noch ein bisschen trinken üben und dann sollte das machbar sein. Also habt ihr auch gute Chancen, meinst du? Richtig. Hammer. So. Alter, warum hast du einen Ring schon, du Idiot? Weil du ein Handtuch hast, du Penner. Mach mich was mit dir an, Alter! Ruhe! Ja, 5 Spiele, 5 Siege! 5 Siege, 5 Spiele! Hier. Geil! Eine spannende, wirklich emotionale, herzzerreißende Vorrunde ist vorbei. Viele Flaschen wurden geleert, viele Flaschen wurden zur Hälfte ausgetrunken, einige auch verkippt, aber nichtsdestotrotz spannende Vorrunde und jetzt geht's weiter mit den Halbfinals. Viel Spaß! Fuchse, Monty, jetzt Halbfinale, was habt ihr, was rechnet ihr euch für Chancen aus? Ja, wir wollen hier gewinnen, Alter! Was ist das für eine Frage? Wir sind motiviert ohne Ende. Und im Finale machen wir Jesro und Yves platt. Also sagt ihr, im Finale kommt Jesro und Yves? Die schlagen nee. Lutze und Stefan? Ja, eigentlich nicht. Nee? Doch, sieht so aus. Nee. Stefan und Lutze sind einfach besser. Jetzt Halbfinale gegen Fuchse und gegen Monty. Wir sind heiß wie Fritten. Was rechnen euch die Chancen? Habt ihr eine Chance?
Wir sind heiß wie Frittenfeld. Habt ihr eine Chance? Ja. Heiß wie Frittenfeld. Hier nach Finale oder was? Natürlich. Ja. Das ist unser Ziel. Immer? Unser Ziel? Also euch kriegen die billig mal auf. Gut. Dann Männer, viel Glück, wa? Unser Ziel ist Finale. Dann haut ihr weg. Also ich verschiebe die Frage nicht. Guck mal, Halbfinale, wie sieht's aus? Halbfinale? So weit war da noch nie. Habt ihr eine Chance? Wir waren eigentlich, die haben uns ausgewählt. Ey, als die schlechteste Mannschaft, die am Ende noch dabei ist. Und das Winner-Team, steht auf dem Rücken. Alles klar. Ihr jetzt im Halbfinale gegen Jesro und Yves. Was nehmt euch für Chancen aus? Was denkt ihr? Was ist hier machbar? Ich werde Ausfall. Wir hatten ein Ligasystem. Wir mussten 7 Mannschaften, heißt 6 Siege. Wir haben 6 Siege gemacht. Eigentlich sind wir schon jetzt die Champions. Jetzt wollen wir so ein Halbfinale. Naja, dann machen wir es halt auch noch platt. Ja. Also, 6 Spiele, 6 Siege. Guck mal, 7. Spiel, 7. Sieg. Weg mit den Beinen, hab, wenn man angucke, da. Es wird nicht. Es bleibt einfach ein Penner. Man sieht, bei dem einen oder anderen hat die Vorrunde ihre Spuren hinterlassen. Nichtsdestotrotz werden sie alle Gas geben, um ins Finale zu kommen. Ich kann euch versprechen, Freundschaften werden auf die Probe gestellt. Aber alles seht ihr weiter im Film. Gerade eben war ja hier mega Stress wegen der Regel. Jetzt wächst Mund rüber halt noch nicht. Ja. Wie steht du dazu als neutraler Zuschauer? Ja, nicht nur als neutraler Zuschauer, sondern als ehemaliger Ex-Profi Flunkyball bzw. Bierball angeht. Also man darf beim Absetzen den Mund über der Flasche halten, damit es nicht überschäumt. Ne? Weil beim Absetzen kann der schäumen, weil du nicht selber provozieren kannst oder wofür du nicht kannst. Aus Vorsichtsmaßnahmen, deswegen kannst du den Mund eigentlich drauf halten. Also war gerade der Ausraster von Sebastian Nutzka aus dem Team SL bla 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 zu übertrieben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, danke dir. Was ist gerade passiert? Mikko? Ich habe beim Ballretten gerade ein Bier umgekippt. Das heißt jetzt? Der Strafe für mich. Du musst noch neues Bier trinken? Ja, das ist im Halbfinale. Oh, Scheiße, Alter. Also der Zwischenstand, Halbfinale? Wir sind bei der Gegner, Sebastian Luska und Stefan Perscher, der wirklich härteste Gegner. Wir haben ein Strafbier mehr, wir sind wie in der Vorrunde klar die bessere Mannschaft, aber mal gucken. Ich glaube, wir kommen weiter. Aber wenn nicht, sind die besser. Die Halbfinals sind vorbei. Ihr habt gesehen, war eine wirklich spannende, emotionale Sache. Nicht zu viel versprochen vorhin. Und jetzt haben sich zwei Teams durchgesetzt. Das einmal SLUS. SDBIB spielt im Finale gegen das Team Biernot. Also ich kann euch sagen, spannendes Finale und am Ende wird einer der Sieger sein und ich kann dazu nur sagen, das Bier gewinnt. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor in the morning? Way, hey, rocks are rising, way, hey, rocks
Let's do it. Hau mal rein, Junge. Schade, dass wir keine Potaras haben, Alter. Und 3, 2, 1, BAM! Don't win nowhere. We ain't. Alles rübs, der hier oben steht. Ja, muss ich mal. Geh mal runter, dann kommst du hier hoch. Scheiße, wie in Hosen. Nach 2 Schlücke sieht so aus. Finale, ja? Ja, Finale. Warum muss er jemand treffen eigentlich? Wenn du triffst, bin ich, ey, wenn du triffst, ja? Wenn du triffst, bin ich durch. Wenn du triffst, bin ich schon durch. Ja, wenn du triffst, bin ich mit dem Baby durch. Aber ich hab keinen Durchschnitt. Doch, du musst jetzt. Ich bin total bekifft, aber ich keinen Durchschnitt. Wie seid ihr, wenn die Punkte hast? Warum kommt kein Tille, der mal irgendwie den Ball umhaut oder sowas? Wisst ihr, dass man wieder was zu scharf sagen kann? Was, hast du überhaupt los? Ich hab richtig durch! Fresse! Jetzt triffst, dann kannst du mir deine Idee holen, du mach komplett mit deinem Trikot. Das reicht so. Wir können es ja selber kommentieren. Das ganze Spiel auf in der Vorrunde schon komplett. 6 Spiele, 6 Siege. Ach, warte, stopp. Ey, jetzt muss Platz 2 noch zu uns kommen. Sorry, wirklich. Das war ein geiles Finale. So, Männer, Finale leider verloren, Platz 2. Ja. Wir sind im Halbfinale, wir sind jetzt 2. Platz. Wir sind trotzdem glücklich. Was? Ich persönlich, Silber ist doch schöner als Gold, oder? Die glänzt doch viel mehr. Genau. Und? Scheiß die Goldmedaille, schmeißt in den Ecke. Die Musik passt doch. Silber. Wir haben Silber. Und Männer, Glückwunsch, Männer, Platz 2. Schönen Abend noch. Dito. We gon' stay right here. We ain't going nowhere. We gon' stay right here.